Ich rufe auf Top 59 unserer Tagesordnung den Setzpunkt Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Entschließungsantrag Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Hessen unterstützt die UN-AIDS-95-95-Initiative der Vereinten Nationen. Und als erstes darf ich den Abgeordneten Martin von Bündnis 90 Die Grünen ans Rednerpult bitten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Im Jahr 2019 haben sich etwa 220 Menschen in Hessen mit dem Immunschwächevirus HIV infiziert. Damit leben in unserem Land aktuell ca. 7.400 Menschen mit einer diagnostizierten HIV-Infektion. Mittlerweile können Menschen mit HIV in der Regel beeinträchtigungsfrei leben und lieben. Ihre Lebenserwartung liegt dabei hoch und liegt ihre HIV-Viruslast durch entsprechende Medikamente unterhalb der Nachweisgrenze. So ist eine Übertragung des Virus selbst bei ungeschütztem Sex nahezu ausgeschlossen. Die medizinischen Fortschritte der vergangenen Jahre in der HIV-Behandlung sind wahrlich enorm. Einmal mehr beweisen uns damit Wissenschaft und Forschung ihre enorme Bedeutung. Und trotzdem bleibt noch einiges zu tun. In Hessen leben schätzungsweise 930 Menschen mit HIV, ohne etwas von ihrer Infektion zu wissen. Und das ist gefährlich. Gefährlich, weil sie das Virus unwissend weitergeben könnten, und gefährlich, weil im Jahr 2019 85 Menschen die Diagnose HIV erst erhalten haben, nachdem der Immundefekt bereits fortgeschritten war oder sie sogar schon an AIDS erkrankt wären. Denn eine HIV-Infektion kann zunächst mild mit zum Teil eher grippeähnlichen Symptomen verlaufen. Unbehandelt folgt eine meist mehrjährige Symptomabwehrphase. Daraus resultiert, dass viele Betroffene keine medizinische Hilfe in Anspruch nehmen und eine Diagnose unterbleibt. Irgendwann ist das Immunsystem aber dann so geschwächt, dass weitere Symptome auftreten. Kommt es zu besonders schwerwiegenden Erkrankungen, so spricht man von AIDS. Unter dem Titel An AIDS 95, 95, 95 haben sich die Vereinten Nationen ehrgeizige Ziele gesetzt. Bis zum Jahr 2030 sollen 95% der Menschen mit HIV von ihrer Infektion wissen. 95% derer sollen entsprechende Medikamente nehmen, und die Viruslast von 95% der Behandelten soll damit unter der Nachweisgrenze liegen. Mit dem heute vorliegenden Antrag kann der Hessische Landtag ein starkes Signal aussenden und sich diesen wichtigen Zielen anschließen. Bereits im vergangenen Jahr hat Hessen 90.000 Euro bereitgestellt, die der konkreten Unterstützung dieser an AIDS-Ziele dienen. Die Hessische AIDS-Hilfe hat mit dieser Unterstützung ein Forschungsvorhaben in Auftrag gegeben, welches die Versorgungsstrukturen und Präventionsbemühungen vor dem Hintergrund der an AIDS-Ziele evaluiert. Voraussichtlich im Frühjahr des kommenden Jahres wird dieses Forschungsvorhaben dann noch offene Potenziale in der HIV-Prävention aufzeigen. Außerdem wird untersucht, wie existierende Beratungsangebote mehr Menschen und vielfältigere Zielgruppen erreichen können. Und davon profitieren dann nicht nur wir hier in Hessen. Vielmehr sind die Erkenntnisse, die daraus profitieren, auch profitabel für andere Bundesländer, vielleicht sogar für andere europäische Nachbarländer. Und deshalb nimmt Hessen hiermit eine wichtige Vorreiterrolle ein in der HIV-Prävention. Und auch in der Vergangenheit haben wir vielfältige Maßnahmen zur HIV-Prävention und zur Versorgung von betroffenen Menschen ergriffen. So wird beispielsweise das Projekt Hessen ist geil weiterhin gefördert, und ein Teil der zusätzlichen Mittel fließt in die Finanzierung von Checkpoint, der Anlaufstelle für sexuelle Gesundheit der AIDS-Hilfe in Frankfurt. Liebe Kolleginnen, noch immer werden Menschen mit HIV Opfer von Stigmatisierung und Diskriminierung. Sie seien selbst schuld an ihrer Infektion, sie seien zu blöd, sich zu schützen, ihnen wird vorgeworfen, sie hätten ständig wechselnde Sexualpartner, und auch im romantischen und sexuellen Kontext erleben sie aufgrund ihrer Infektion Ablehnung oder Diskriminierung. Häufig resultiert das aus einem geringen Wissen über die Infektion, über die Übertragungswege oder den medizinischen Verlauf. Unwissenheit führt zu Angst, und Angst kann zu Vorurteilen, Hass oder Diskriminierung führen. Ich weiß, wovon ich spreche, denn vor knapp 4 Jahren habe ich genau das am eigenen Leib erfahren. Ich bin HIV-positiv und bin an AIDS erkrankt. Es wäre eine HIV-Infektion, als wären die damit verbundenen körperlichen und psychischen Belastungen nicht genug, habe ich erlebt, wie Menschen Lügen und Spekulationen über mich verbreitet haben. Wie Menschen aus Angst im wahrsten Sinne des Wortes auf Distanz gegangen sind.
und ich habe erlebt, welche widerliche Dinge mir wildfremde Menschen im Netz an den Kopf geworfen haben. Das macht etwas mit einem Menschen. Irgendwann glaubt man vielleicht, die hätten recht, glaubt vielleicht, man sei selbst schuld, glaubt vielleicht, man müsse sich verstecken. Genau aus diesem Grund habe ich damals beschlossen, nicht mit mir. Ich verstecke mich nicht. Seitdem bin ich immer mal wieder unterwegs, unter anderem mit autobiografischen Texten, um Wissen zu vermitteln, um zu sensibilisieren und auch ein Stück weit, um als Negativbeispiel zu mahnen. Einen dieser Texte würde ich gerne mit Ihnen teilen. Du siehst schlimm aus. Ich weiß, sagte ich damals. Ich konnte meinen Husten nicht zurückhalten. Wie Stahlwolle an einer Regenrinne quasi, Schmirkelpapier, das über eine Tafel schrubbt. Mama verordnete mir strikte Bettruhe. Er tränkte mich in Hustensaft, doch es wurde nicht besser. Nachts kam ich nicht zur Ruhe und konnte ich doch einmal einschlafen, so weckte mich die Kälte meines eigenen Schweißes wieder auf. Die in der Klinik haben mich dann gleich da behalten. Nach 4 Tagen dann das Ergebnis. HIV-positiv. Ich verzog keine Miene, starrte den merkwürdigen Herrn in Weiß nur unglaublich an. Fast schon stumpf und uninteressiert nahm ich die Diagnose entgegen, schlurfte in mein Zimmer zurück und sah weiter fern. »Warum hast du denn nicht angerufen?«, fragte Mama am nächsten Tag ganz entsetzt. »Wir wären doch sofort gekommen.« Später erzählte sie mir, wie sie den Arzt noch zusammengefaltet hat. Der hätte sie doch vorher anrufen müssen, damit ich nach der Diagnose nicht alleine bin. Aber er ist doch schon 21, entgegnete der Arzt. Erst 21. Er ist erst 21. Heulend rannte meine Schwester aus dem Krankenhauszimmer. Von drinnen konnte ich ihr Schluchzen hören. Dieses kreischende Schluchzen, das man macht, wenn man so richtig stark weinen muss. Wenn man vor lauter Tränen und Traurigkeit kaum noch zum Atmen kommt. Ich konnte hören, wie eine Frau sie zu beruhigen versuchte, dann ging Papa zu ihr raus. Und ich? Ich wurde immer schwächer, während die paar Meter zur Toilette länger und länger wurden. Mir war häufig so, als könnten meine Beine mich nicht mehr tragen. Ich war schon immer schlank und hatte in den letzten Wochen nochmal 10 Kilo eingebüßt. Häufig hatte ich hohes Fieber. Ich musste am Krankenhausbett innehalten. Ich musste mit meinem Körper darum kämpfen, einen weiteren Schritt gehen zu können. Ich musste mich immer wieder übergeben. Und schämte mich vor den Krankenpflegerinnen. Ich war so unfassbar hilflos. Seitdem ist mir klar, wie daneben es ist, dass Würde ein Konjunktiv ist. Manchmal fuhr mein Vater mich in einem Rollstuhl durch das Gebäude. Das war anstrengend. Wo ich doch jetzt nicht mehr im Studiwohnheim wohnte, wollte ich häufiger zum Sport und nun fiel ich angestrengt zurück ins Bett, weil mich das Nichtstun erschöpft hatte. Ich hatte zwischenzeitlich einen Ausschlag bekommen. Mein Körper bildete Resistenzen gegen die Medikamente. Das könnte bedeuten, dass der Typ, bei dem ich mich infiziert habe, von seiner Infektion wusste. Er hatte mir nicht nur die Infektion, sondern auch das Wissen über die Medikamente übertragen. Er hatte die Medikamente also irgendwann abgesetzt und das Risiko, mich zu infizieren, bewusst in Kauf genommen. Für Sex. Das schien mir so unfassbar banal. Es musste anstrengend sein für Mama. Ihr Sohn mittlerweile weg in einer anderen Klinik, sie ständig am Pendeln. An der Arbeit hatte sie sich abgemeldet, ohne dass die wissen sollten, was denn los sei. Ihr Konstrukt aus Notlügen wurde, analog zu meinem Zustand, langsam gebrechlich. Im Dorf wird viel geredet, sagte sie mir mal. Später erfuhr ich, dass die wohl spekulierten, was mir denn fehlen könnte. Krebs war wohl ganz hoch im Kurs. Und so saßen wir zusammen auf dem Bett, kurz nachdem ich meine Diagnose öffentlich gemacht hatte. Und Mama fragte mich, ob ich keine Angst hätte, dass das schief geht. Was, wenn ich keinen Job mehr finde, weil die vorher irgendwo lesen, dass ich AIDS habe? Was, wenn ich keinen Partner mehr kriege? Ich zuckte mit den Schultern. Hast du darüber nicht nachgedacht? Doch. Aber du hast keine Angst davor. Doch. Dann hättest du es nicht tun sollen. Doch. Jetzt sag nicht immer nur doch. Ich schwieg. Dann kam mir ein Lied von Silbermond in den Kopf. Es kann sein, dass ich dabei meinen Kopf riskiere. Und es kann passieren, dass ich mit blutigen Händen vor deiner Tür stehe. Und vielleicht brauche ich dich dann, um gebrochene Knochen zu richten. Doch soweit ich weiß, sind die mit den guten Geschichten immer die mutigen.
Herr Martin, vielen Dank für diese sehr persönliche, mutige und bewegende Rede. Als nächstes darf ich Frau Pabst-Dippel von der AfD ans Rednerpult bitten. Dankeschön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Eine Immunschwächeerkrankung namens AIDS ist schwerwiegend und sollte auf alle Fälle vermieden werden. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Seit nunmehr fast 40 Jahren wird intensiv geforscht. Es gibt Medikamente zur Behandlung und Prophylaxe. Eine Impfung konnte bislang nicht erfolgreich entwickelt werden. Prävention, Aufklärung und Behandlung, der genannte Dreiklang, sind für etliche sexuell übertragbare Erkrankungen sehr wichtig. Aufklärung findet dazu schon in unseren Schulen statt. Im Hinblick auf HIV wird immer wieder im Rahmen der Sexualerziehung auf die Wichtigkeit von geschütztem Geschlechtsverkehr hingewiesen. Immerhin sind Kondome ein probates Mittel, Risiken zu minimieren. Die UNO hat das Ziel, HIV und in der Folge AIDS bis 2030 auszurotten. Das Erreichen dieses hochgesteckten Zieles ist offensichtlich gefährdet und aktuell auch noch durch COVID-19 erschwert. Ob es überhaupt gelingen kann, Viren an sich auszurotten, zu eliminieren, darüber wird zuweilen wissenschaftlich gestritten. Eine kleine Anfrage der FDP auf Bundesebene hat interessante Fakten offenbart. Die Antwort der Bundesregierung ist auf den 21. Januar diesen Jahres datiert. Durch die Covid-Erkrankungen und Corona-Maßnahmen hat z.B. eine Evaluation der Präexpositionsprophylaxe nicht stattfinden können. Die Zahlen der PrEP-Nutzer konnten vom Robert-Koch-Institut nur geschätzt werden. Verzeichnet wurde wohl einerseits ein Rückgang der Prophylaxeverordnungen, vielleicht auch durch die Einschränkungen von Kontakten, andererseits aber auch ein Pausieren oder Absetzen der Medikationen. Natürlich hat das Auswirkungen auf das Ausrottungsziel der UN-AIDS-Initiative und erschwert eine Evaluation von Maßnahmen. An dieser Stelle ist anzumerken, dass ein Ende der Maßnahmen gegen COVID-19 noch nicht absehbar ist. Wir befinden uns also noch länger nicht in Normalität. Daher ist zu befürchten, dass Evaluationen und Forschungsvorhaben, wie sie z.B. unter Punkt 5 des vorliegenden Entschließungsantrags genannt werden, nur begrenzte Aussagekraft haben werden. Die schon genannte Anfrage auf Bundesebene hat noch viele offene Fragen sichtbar gemacht, darunter auch die genaue Anzahl der HIV-Schwerpunktpraxen und eine Übersicht über Qualitätsvereinbarungen HIV-AIDS zwischen Ärzten und kassenärztlichen Vereinigungen. In Hessen dagegen findet man eine Übersicht und Adressen von Schwerpunktpraxen auf der Seite von Hessen ist geil. Soweit gut. Es bleibt trotzdem zu befürchten, dass sich durch COVID-19 ironischerweise eine andere, ansteckendere virale Erkrankung weiterhin viele Verzögerungen bei Erhebungen, Evaluationen und bei der Nutzung von Angeboten ergeben werden. Zu den HIV-Testungen ist anzumerken, dass jeder Arzt und jede Praxis eine Testung anbieten kann. Und seit 2018 werden die Kosten der Präexpositionsprophylaxe und notwendige folgende Untersuchungen ja ebenfalls erstattet. Das Angebot von anonymen Tests scheint uns deswegen und angesichts der Tatsache, dass es Selbsttestmöglichkeiten für zu Hause scheinbar von hoher Qualität gibt, nicht mehr so wichtig zu sein. Ganz und gar erstaunlich ist aber in diesem Zusammenhang, dass es in Arztpraxen und beim medizinischen Personal Angst vor Ansteckung und im Umgang mit HIV-AIDS-Patienten verbreitet ist. Das kann man im Deutschen Ärzteblatt nachlesen. Das mutet seltsam an und zeigt doch schon länger einen wichtigen Weg zur Aufklärung, ausgerechnet im medizinischen Bereich.
Das sollte aber nicht Aufgabe der Regierungen sein. Hier sind die Ausbildungsstätten des MED-Bereichs in die Pflicht zu nehmen. Diskriminierung von HIV-Infizierten oder auch AIDS-Patienten ist nicht tolerierbar, und eine Angst vor positiv getesteten oder erkrankten Menschen ist unbegründet. Dem Deutschen Ärzteblatt ist aber auch zu entnehmen, dass es zum Abbau der Ängste in Praxen und eine Aufklärungsbroschüre gibt, erarbeitet von der Bundesärztekammer und der Deutschen AIDS-Hilfe. Die ganz normale Standardhygiene ist im Umgang mit HIV ausreichend. Die entscheidende Viruslast ist den Betroffenen meist bekannt, und deshalb besteht absolut kein Grund für Diskriminierung und Angst. Selbst über eine mögliche Postexpositionsprophylaxe, z.B. bei Arbeitsunfällen, wird in der Broschüre aufgeklärt. Aus dem Gesagten wird deutlich, dass es ausgerechnet im medizinischen Bereich noch irrationale Ängste rund um HIV gibt, dass Menschen sich dann wiederum aus Angst vor der Erkrankung und Diskriminierung nicht testen lassen wollen, ist verständlich. Ob aber während der derzeitigen Situation mit Angst vor SARS-CoV-2, um Familienangehörige und vor vielen existenziellen Bedrohungen mit Berichterstattungen zu Schweinepest, Ebola und jetzt noch Mutationen von SARS-CoV-2 noch eine Aufnahmefähigkeit für mehr Aufklärung oder eine Bewusstseinsöffnung für Testungen besteht, das wage ich zumindest anzuzweifeln. Bislang sehen wir daher noch keine Gründe, den Antrag mitzutragen. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion darf ich nun Frau Knell nach vorne bitten. Ja, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich finde, nach der Rede des Kollegen Martin kann ich nicht direkt in meine vorbereitete Rede einsteigen. Ich finde, was Sie gesagt haben, war bewegend, es war mutig und es war auch vorbildlich, weil wenn mehr Menschen auch offen mit einer Erkrankung, nicht nur mit dieser Erkrankung, umgehen würden, dann könnte man vielen Menschen auch Ängste nehmen. Das war ganz stark. Hut ab und alles Gute. Und nun zu dem, was ich vorbereitet habe. Ja, es dreht sich alles um Corona. Wir haben es ja heute auch wieder den ganzen Tag gemerkt, um die Pandemie mit ihren Einschränkungen und den Impfstoff, auf den wir alle unsere Hoffnung legen. Und bei all dem Streit, den wir untereinander haben, hoffen wir doch alle, dass diese Pandemie auch durch die Impfung dann irgendwann ein Ende findet. Und wenn wir uns heute dann bei diesem Tagesordnungspunkt können wir uns daran erinnern, dass auch HIV eben eine Pandemie auslöste. Und vor allem in den 80er Jahren verstarben ja sehr, sehr viele Menschen dann auch an einer AIDS-Erkrankung. Es gab keine wirksame Therapie, die Forschung steckte noch in den Kinderschuhen. Und anders als die Corona-Pandemie kam auch ein weiteres Problem hinzu, nämlich AIDS und HIV wurden als Probleme von Randgruppen, von Homosexuellen und von Drogenabhängigen wahrgenommen. Und schuld war vor allem dann Unwissenheit über das Virus und die Erkrankung. Und seit den 90er Jahren gibt es die rote Schleife, die wir oder viele von uns ja regelmäßig dann auch tragen, als Symbol des Protestes gegen Diskriminierung und Stigmatisierung. In den letzten 30 Jahren hat sich glücklicherweise ja viel getan. Einige Probleme konnten gelöst oder nahezu gelöst werden. Es hat sich viel getan im Bereich der Aufklärung, Information und Forschung. HIV ist heute kein Todesurteil mehr, und eine HIV-Infektion kann gut behandelt werden und eine Erkrankung kann vermieden werden. Aber wir sind eben noch lange nicht am Ziel. Und die UN-AIDS-Initiative, die hier Gegenstand des Antrags ist, trägt dazu bei, dass HIV grenzüberschreitend der Kampf angesagt wird. Insofern freuen wir uns, dass Hessen nun auch die neu aufgelegte und angepasste UN-AIDS-Initiative 95-95-95 unterstützt.
Die Ziele sind ambitioniert, aber nicht unrealistisch. Allerdings setzt das auch Einsatz voraus. Der Einsatz der Hessischen Landesregierung beläuft sich in dem Antrag dann aber konkret auf 90.000 €. Denn wenn Sie ehrlich sind, werte Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN und der CDU, ist der Antrag ansonsten ja eher eine Zustandsbeschreibung. Sie haben die Zahlen aus dem Antrag von vor zwei Jahren, 2019, angepasst. Und das war es dann auch leider schon. Was nicht angepasst wurde, ist allerdings die Höhe der finanziellen Unterstützung. Die beträgt heute 90.000 €, wie auch 2019 schon. Und die Ziele der UN-AIDS-Initiative 90-90-90 wurden aber immer noch nicht erreicht. Und dass nun die Ziele der Initiative 95-95-95 erreicht werden, ist folglich noch schwieriger. Wieso Sie hier also nicht mehr Einsatz zeigen, erschließt sich uns nicht. Und bei den ungelösten Problemen stößt uns vor allem eines bitte auf, die anhaltende Diskriminierung und Stigmatisierung HIV-Infizierter. Der Kollege Martin hat das ja eben sehr bewegt und persönlich dargestellt. Und wäre HIV in den 80er Jahren nicht ein solches Randgruppenphänomen gewesen, bin ich mir sicher, wären bis heute nicht so viele Menschen an dem Virus gestorben. Davon bin ich überzeugt. Denn es wäre mehr geforscht worden und mehr in die Forschung investiert worden. Stattdessen fühlten sich viele Menschen ja immun, denn sie waren ja nicht schwul oder drogenabhängig. Und daraus lässt sich schließen, zugegebenermaßen etwas überspitzt, Stigmatisierung kostet Leben. Und wir Freien Demokraten, wir haben deswegen bereits vergangenes Jahr einen Antrag eingebracht, der genau dieses Thema angeht. Der Antrag beschäftigte sich damit, dass Menschen, die mit HIV infiziert sind, noch heute schwerwiegende Diskriminierung und Stigmatisierung erleben. Und es herrscht nach wie vor viel Unwissenheit über das Virus. Und gelegentlich drängt sich sogar der Eindruck auf, dass Jugendliche heute gar nicht mehr auf dem Schirm haben, was es mit HIV auf sich hat. Vor allem in Sachen Prävention und Infektionswege müssen wir deswegen weiter informieren und bei den nachfolgenden Generationen dranbleiben. Wir fordern deshalb, das Wissen über HIV zu steigern und Stigmatisierung sowie Diskriminierung HIV-positiver Menschen abzubauen. Das kann mittels Kampagnen geschehen oder auch in Zusammenarbeit mit der Antidiskriminierungsstelle. In den Schulen kann man ansetzen. Vereine und auch die HIV- bzw. AIDS-Gesellschaft können einbezogen werden. Es müssen jedenfalls alle Altersgruppen, gerade dann auch die Jüngeren, erreicht werden. Und dabei wollen wir nicht nur, dass über HIV informiert wird, sondern eben auch auf die Beratungs- und Hilfsangebote aufmerksam machen. Und im Zuge von Corona ist so viel möglich gemacht worden. Sowohl monetär als auch sonst im politischen Einsatz. Etwas mehr Engagement in dieser Hinsicht würden wir uns auch für das Thema HIV und AIDS wünschen. Deswegen freuen wir uns erstmal, dass das Thema heute auf der Tagesordnung steht. Aber das reicht nicht. Es reicht nicht, dass Sie alle paar Jahre einen Antrag, der nahezu gleichlautend ist, einbringen. Wir werden uns deshalb bei diesem Antrag enthalten. Natürlich unterstützen wir die Bekämpfung von HIV und AIDS. Ich habe es ja eben ausgeführt. Aber aus diesem Antrag geht leider nicht hervor, was Sie künftig besser machen wollen. Und wenn Sie das Problem angehen wollen, müssen Sie auch sagen, welchen neuen Beitrag Sie dann leisten möchten. Unterstützen Sie die Aufklärungs-, Informations- und Behandlungsangebote stärker. Machen Sie die Bekämpfung und Behandlung von HIV und AIDS zu einem Schwerpunkt. Danke. Für die Linken hat sich nun Frau Böhm zu Wort gemeldet. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße, dass Sie das Thema heute auf die Tagesordnung gesetzt haben mit diesem Antrag zur UN-AIDS-95-95-95-Initiative. Und vielen Dank, Herr Martin, für Ihren bewegenden Vortrag. Mir wäre lieb, wenn es ein Stück Literatur wäre, die funktional ist und nicht der Realität entsprechen würde. Und ich kann mich nur anschließen an die guten Wünsche der Kollegin Knell, die sie auch von mir
entgegennehmen sollen. Ich denke, dass das ein wichtiges Thema ist, das mehr Aufmerksamkeit braucht. Wir haben heute uns, wir beschäftigen uns mit der Corona-Pandemie und dürfen uns nicht vergessen, dass es viel ansteckendere, gefährlichere Krankheiten noch viel mehr gibt auf der Welt, und davon ist eine auch AIDS. Und ganz besonders wichtig ist für uns ja auch, dass wir uns noch einmal die Geschichte und die Erfolge und Niederlagen im Kampf gegen HIV anschauen und daraus Lehren ziehen für die Corona-Pandemie. Denn wenn es jetzt heute einige oder viele in den Industriestaaten ist es gelungen, dass die meisten Betroffenen, für die meisten Betroffenen AIDS kein automatisches und schnelles Todesurteil mehr ist, weil es Medikamente und Behandlungen gibt und die Weitertragung des Virus auch davor, man sich davor schützen kann, so ist die Situation in den Entwicklungsländern eine völlig andere. Und gerade in den Entwicklungsländern zeigt sich auch die Tödlichkeit eines falschen Patentschutzes, weil die Produktion kostengünstiger Generika durch die Profitinteressen der Pharmakonzerne behindert wird. Und diesen Fehler sollten wir gerade bei Corona nicht wiederholen. Deshalb ist ja auch die Forderung unserer linken Bundestagsfraktion nach einer Zwangslizenzierung der Impfstoffproduktion unerlässlich. Und wie wichtig diese Forderung ist, zeigt auch die Veröffentlichung eines SPD-Europaabgeordneten vergangene Woche. Mindestens in einem Fall, bei dem Vertrag mit CureVac, hat sich die EU verpflichten lassen, dass mögliche überzählige Impfdosen nicht ohne Genehmigung des Herstellers an die WHO oder Entwicklungshilfeorganisationen gespendet werden dürfen. Aus dem Interesse des Herstellers macht das natürlich auch Sinn. Wenn der Impfstoff in der EU verfällt, dann kann man ihn ja, ist er bezahlt worden, dann kann man ihn ja noch einmal verkaufen. Aber wie widerwärtig ist denn diese rein profitorientierte Herangehensweise bei inzwischen mehr als 2 Millionen Toten in Verbindung mit Corona weltweit? Kapitalismus tötet. Gerade solche Beispiele machen das überdeutlich. Denn eines ist doch klar, diese Pandemie beenden wir nur global, indem wir allen Menschen die Impfungen zur Verfügung stellen. Oder wir beenden sie nicht. Und das gilt. Und das gilt nicht weniger für andere Infektionskrankheiten wie AIDS, wo die Welt seit vielen Jahrzehnten an dieser Aufgabe scheitert. Und wenn ich angangs verwiesen habe, dass wir durch den weitgehend gesicherten Zugang zu AIDS-Medikamenten in Deutschland viele Leben erfolgreich retten können, das heißt aber noch nicht, dass bei uns alles gut ist. Und ehrlich gesagt, da geht es mir wie Kollegin Knell, da reicht mir dieser schwarz-grüne Antrag, den wir heute diskutieren, einfach nicht aus, um auf die offensichtlichen Lücken im System hinzuweisen und zu reagieren. Der Antrag der FDP, der ja bereits im Sozialausschuss liegt, hat wenigstens schon einmal eine Öffentlichkeits- und Aufklärungskampagne im Blick, um die Vorurteile und Stigmatisieren abzubauen und mehr Wissen zu vermitteln. Und ich denke, das Beispiel, das wir heute gehört haben, macht es ja auch sehr deutlich, dass wir das dringend brauchen. Er reicht zwar auch noch nicht aus, aber ist immerhin schon ein bisschen mehr wie dieses Bekenntnis zur UN-AIDS-95-Initiative. Wo bleibt denn wenigstens eine neue Idee, wie wir dann dieses Ziel tatsächlich auch erreichen können? Das fehlt mir bei diesem Antrag und bei der Politik der Landesregierung. Sie betonen ja als Antragstellerin selber, dass Sie mindestens eines der Ziele, die 95% der Menschen, dass sie von ihrer Infektion mit HIV wissen wollen, dass man dieses nach den aktuellen Schätzungen gar nicht erreicht. Ja, warum ist das so? HIV kann ja lange symptomlos verlaufen, sodass es Menschen gibt, die vielleicht gar nicht wissen, dass sie mal einen positiven Sexualkontakt hatten und sich deshalb nicht testen lassen. Es gibt aber auch Fälle, wir haben es gehört, wo es Kenntnis über einen entsprechenden Kontakt gibt, die Menschen aber nicht zum Test gehen oder es nicht weitergeben, weil sie Angst haben vor Stigmatisierung. Und das zeigt natürlich, wie wichtig es ist, aufzuklären im Sinne dieser Initiative. Aber es gibt noch weitere Baustellen, ob es jetzt die Unterstützung der AIDS-Hilfen beispielsweise ist. Aber ich will jetzt nur einmal drei Punkte konkret herausgreifen, ohne zu sagen, dass das eine abschließende Aufzählung ist.
Der Zugang zu AIDS-Medikamenten ist für die meisten Menschen in Deutschland gesichert, solange sie einen Arzt finden, der ein Budget dafür hat. Aber es bleiben die vielen, die keine Krankenversicherung haben. Wir wissen, dass viele Menschen, die zu den HIV-Risikogruppen gehören, etwa wegen intravenösen Drogenkonsums auch besonders gefährdet sind, ihre Krankenversicherung zu verlieren. Darauf haben die Regierungsfraktionen immer noch keine Antwort. Unseren Gesetzvorschlag für diese Menschen, eine Clearingstelle und einen Behandlungsfonds auf den Weg zu bringen, diese Vorlage haben sie sich verweigert, ohne eine Alternative vorzulegen. Sie erwarten doch wohl nicht, dass die ehrenamtlichen Initiativen aus ihren Spendentöpfen dauerhaft antiretrovirale Medikationen oder die PrEP bezahlen. Das sind teure Medikamente, das kostet einen Haufen Geld, das ist schwierig aus Spenden zu finanzieren. Und so lassen Sie dank Ihrer Konzeptlosigkeit und Ihrer Kompromissunfähigkeit Menschen ohne Krankenversicherung im Stich. Das ist unverantwortlich. Ein zweiter Bereich ist der Justizvollzug. Ich habe mich gefreut, als in Ihrem Koalitionsvertrag zu lesen war, dass Schwarz-Grün sich zu Safer Youth und Safer Sex Programmen bekennt und den gleichen Zugang zu Behandlungen für inhaftierte Drogenkonsumentinnen mit einer HIV- oder Hepatitis C-Infektion vorsieht. Vollkommen richtige Ansätze. Auch der Zwischenbericht der UN-AIDS-Initiative aus dem letzten Jahr verweist auf die hohe Bedeutung von Prävention in den Knästen. Nur ist leider in den letzten zwei Jahren davon kein einziger Punkt angegangen worden. Aber dabei wissen wir doch schon lange, dass in den Justizvollzuganstalten Zugänge zu Einwegspritzen, zu Kondomen, zu Gleitmitteln und natürlich auch zu Medikation und Therapie gebraucht wird, um die Übertragung von Infektionskrankheiten zu verhindern. Heino Stöver von der Frankfurt University of Applied Science hat schon 2002 in einer Publikation hingewiesen, dass eine 25-mal höhere HIV-Verbreitung in der Gefangenenpopulation stattfindet, als es für die Durchschnittsbevölkerung angenommen wird. Die Modellprojekte zu Safer Youth sind in anderen Bundesländern auch restlos eingestellt worden, aber nicht, weil sie keinen Erfolg hatten. Nein, weil es den konservativen Regierungsmehrheiten nicht schicklich erscheint, diese Probleme entsprechend anzugehen. Und so ist es in Hessen anscheinend auch. Schön, dass die Grünen das in den Koalitionsvertrag geschrieben haben. Schlecht ist nur, dass die Justizministerin lieber Bildkolumnen zum Ramadan schreibt, statt sich den realen Problemen im Justizvollzug in Hessen zuzuwenden. Verdrängung führt aber nicht dazu, dass man ein Problem behoben wird, und der Spritzentausch wäre tatsächlich eine wichtige Sache. Aber auch dort, wo Minister Klose und die GRÜNEN selbst Verantwortung tragen, passiert viel zu wenig. 80.000 € wollte das Sozialministerium bereits letztes Jahr für Hygieneprodukte und Verhütungsmittel für sozial Benachteiligte zur Verfügung stellen. Abgeflossen ist aus diesem Topf kein Cent. Nun sollen jetzt dieses Jahr es 130.000 € sein. Ein Konzept liegt allerdings immer noch nicht vor. Ich weiß nicht, was daraus geschehen soll. Aber selbst dann, 130.000 € sind lächerlich gering angesichts 16% armutsgefährdeter Menschen in der hessischen Gesamtbevölkerung, die kein Geld haben, häufig um entsprechende Verhütungsmittel sich zu kaufen. Das BIKO-Modellprojekt des Bundes, welches leider ersatzlos ausgelaufen ist, hat damals schon gesagt, vorsichtig hochgerechnet, mindestens 800.000 €. Diesen Betrag hat auch unsere Fraktion genommen und hat sie in den Haushaltsberatungen beantragt. Aber wie Sie wissen, dass wie das Spiel ausgeht, Schwarz-Grün hat es natürlich abgelehnt. Es ist ja schön, dass Sie sagen in Ihrem Antrag, dass die breite Gesellschaft adressiert werden soll. Aber das bedeutet natürlich auch, dass individuelle Prävention Geld kostet und viele Menschen auch im reichen Hessen dazu keinen angemessenen Zugang haben. Und mit Ihren 130.000 € können Sie vielleicht ein paar Pariser in den Kommunen, in den Schulen verteilen oder vielleicht an die Besuchergruppen hier im Landtag. Aber das ist noch keine ausreichende Prävention gegen HIV.
Aber wir haben auch hier in Deutschland einige Probleme, was auch der Zwischenbericht der UN-Initiative kritisiert. Zum Beispiel unsere völlig verfehlte Drogenpolitik, die ja nur auf Repression setzt gegen die Konsumentinnen. Auch da ist in Deutschland einiges zu tun. Und hier auch, wenn ich auf den Koalitionsvertrag eingehe, ein Modellprojekt zur legalen Abgabe von Cannabis steht darin, in dem Koalitionsvertrag von Schwarz-Grün, aber übernommen worden ist von Ihrer Seite offensichtlich noch nichts. Aber das sind genauso symptomatisch wie die anderen aktuellen Auseinandersetzungen um den Frankfurter Weg. Wohlklingende Anträge, aber wenig entschiedenes Handeln, wo tatsächlich Bewegung möglich und notwendig ist. Frau Kollegin, Sie müssen dann zum Schluss kommen. Ja, da bin ich auch schon fast. So erreichen wir die Ziele nicht. Und ich dachte, sie werden den Grünen tatsächlich wichtig. Und es wird uns so auch nicht gelingen, HIV und andere Infektionskrankheiten wirksam zu minimieren. Es wird Zeit, dass Ihren wohlklingenden Worten auch Taten folgen. Danke schön. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist Frau Kollegin Alex, SPD-Fraktion. Mach langsam, Olli. Dankeschön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Martin, ich hatte mir, als ich mir diesen Redebeitrag überlegt habe für heute, hatte ich mir zwei alternative erste Sätze zurechtgelegt. Der eine war freundlich und der andere war nicht ganz so freundlich. Ich kann aufgrund Ihrer Rede keinen von den beiden benutzen und ich muss Ihnen sagen, großen Respekt für Ihren Beitrag. Und ich glaube, die Herzen des Landtags sind Ihnen heute zugeflogen. Nichtsdestoweniger bleibt der Antrag dahinter weit zurück. Das ist ein Antrag, Frau Knell hat darauf hingewiesen, den haben Sie Anfang 2019 schon mal so gestellt, bis auf ein paar Zahlenänderungen, die Sie vorgenommen haben, und einen Halbsatz, auf den ich noch kommen werde, ist es der gleiche Antrag. Es ist Ihr Referenzantrag zum Welt-AIDS-Tag, der war am 1. Dezember. Und ich muss Ihnen sagen, Sie haben sich nicht die Mühe gemacht, ihn neu zu fassen. Aufgefallen ist es mir, dass kein Wort von Corona drin vorkommt. Und ich meine, was hören wir denn heute noch für Diskussionen, in denen das nicht vorkommt? Und warum? Weil natürlich Corona einen tiefen Einfluss auf die Behandlung von AIDS und auch auf die Erreichung von den Zielen von UNAIDS natürlich hat. Und zwar sowohl hier in Hessen oder hier in Deutschland, so wie Sie es beziehen, natürlich, dass Beratungen nicht stattfinden, dass Tests nicht stattfinden, dass Laborkapazitäten überfüllt sind, dass Labormittel nicht da sind, dass es Reisebeschränkungen gibt innerhalb Europas, dass die Leute weniger Zugang haben, dann sich Medikamente kaufen zu lassen. Oder global gesehen, schauen Sie mal in ein Land wie Südamerika mit einem starken Impact von dem Virus, von der Mutation und mit einer großen Zahl in der Bevölkerung, die AIDS infiziert sind. Erkrankt sind oder deren Kinder HIV-infiziert sind. Und an die kommen Medikamente im Moment ganz schwer ran. Und die nicht an die Medikamente. Und sie können auch keine Vorräte anlegen, selbst wenn sie sie hätten, weil sie sie nicht lagern können.
Und was Ihrem Antrag fehlt, ist ein Hinweis darauf, dass schon vor 2020 die Ziele in Gefahr waren. Rita Süssmuth als ehemalige Gesundheitsministerin hat gesagt, im Jahr 2020 soll in Deutschland kein Mensch mehr an AIDS erkranken müssen. Das Ziel ist ja wohl deutlich nicht erreicht. Und wenn UNAIDS berichtet, dass im Jahr 2019 dreimal so viel Menschen weltweit an AIDS erkrankt sind, wie es in der Planung vorgesehen wurde, nämlich 1,7 Millionen statt 500.000, dann ist das auch nichts Schönes zu berichten und kein Grund für einen Jubelantrag, nur weil zufällig Welt-AIDS-Tag ist. Also ich bin ja auch dafür, die Ziele zu unterstützen, aber wir müssen doch auch wirklich gucken, wie weit wir letztendlich gekommen sind. Prophylaxe, Therapie, Forschung bei HIV-AIDS ist im Moment stark eingeschränkt. So, da müssen wir was tun. Was soll Hessen tun? Das steht natürlich in Ihrem Antrag nicht. Es ist gut, dass die Bundesregierung was tut, der Sie ja immer nichts tun vorwerfen. Die Bundesregierung hat zugesagt, deutlich den Anteil für UNAIDS in die Höhe zu fahren und noch mal extra 20 Millionen Euro auf den Kernbeitrag von 5 Millionen Euro draufzulegen. Das ist, denke ich, auch ein Dank wert. Das verlange ich aber nicht, dass das in Ihrem Antrag gestanden hätte, aber wir wollen es mal auch wissen. Ja, und was sollen wir jetzt in Hessen machen? Dazu sagt Ihr Antrag leider kein Wort. Sie geben keinen Auftrag. Frau Knell hat es ja schon gesagt. Es gäbe ja Ideen. Sie sagen, wir geben ein bisschen Geld und ansonsten weder die Antidiskriminierung, haben Sie, glaube ich, in Ihrem Antrag sogar gefordert, spezielle Aufklärung dafür. Das alles machen Sie nicht. Und da muss ich Ihnen sagen, als ehemalige Förderschullehrerin, kann ich ja das pädagogische Konzept dahinter verstehen. Ja? Einem schwachen Schüler, der seine Hausaufgaben jetzt schon nicht schafft, kann man natürlich nicht noch mehr Aufgaben aufbilden. Das ist so, wie Sie daran gehen. Aber ich muss Ihnen sagen, von einer Landesregierung müsste man da mehr erwarten. Und da würde ich sagen, wäre es an Ihnen, in Ihrer Landesregierung einmal ein bisschen Beine zu machen. Und der eine Satz, der in dem Text, glaube ich, neu ist, außer der Veränderung der Zahlen, dass Impfmöglichkeiten geschaffen werden müssen. Da muss ich sagen, Dankeschön. Danke, Frau Dr. Sommer. Die hat Ihnen im SIA immer wieder ins Gebet geschrieben, jawohl, Tests sind wichtig und Impfen ist wichtig. Aber Sie wollen diese Tests jetzt propagieren, nur es gibt kaum Kapazitäten für Tests. Aber Tests sind wichtig, das haben Sie verstanden, die Tests sollen gemacht werden. Und ich möchte mich bei all jenen bedanken, die jetzt in den AIDS-Hilfen arbeiten und die Leute unterstützen, beraten, die mit Betroffenen reden, die auch in der Corona-Zeit ihre Arbeit machen. Und ich möchte allen Betroffenen alles Gute, besonders Herrn Martin, weil er jetzt hier ist, alles Gute wünschen und dass Ihnen möglichst bald ein Impfangebot gemacht werden kann. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Kollegin Alex.